Also ich glaube, ich hatte meinen Packlack zu viel gelobt, weil sonst, ich habe jetzt hier... Hey Leute, was geht ab? Und willkommen hier zu einem weiteren FIFA 17 Ultimate Team Pack Opening. Heute werde ich wieder ungefähr 4000, 5000 FIFA Points raushauen. So ungefähr im Dreh, so werde ich meine Pack Openings immer gestalten. Und nach dem letzten Pack Opening, da hatte ich noch 2, 3, 4 Packs privat gezogen. Und ich zeige euch mal, was ich hatte. Ist jetzt nicht eine Granate, aber immerhin den besten Spieler, den ich bis dato im Pack hatte. So, meine Transferliste ist hier noch. Da. Bonucci. Erstbesitzer. Jawollo. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. 87er Bewertung ist jetzt so circa 30, 25k wert. 27.000 wird hier geboten, also circa 30k bringt der Bonucci. Ist ja auch einer der besten Verteidiger in der italienischen Liga mit Chiellini. Und deswegen ist er auch ein bisschen was wert. Hätte natürlich, hier, hätte Chicharito in Form sein können, hat eine 85er Bewertung. Ja, und Chicharito wäre um einiges teurer gewesen. Auf jeden Fall möchte ich mich nicht beschweren. Ich bin mit Bonucci sehr zufrieden und ich fange an mit dem ersten Pack. Ich werde das Ganze wieder schneiden und euch ja nicht jedes Pack reinschneiden, sonst ist es einfach zu langweilig und es würde zu lange dauern. Nkudu, ach schade, ich hätte zuerst gedacht Ribéry, dann war ich bei Coman, ja, und dann bin ich letztendlich bei Nkudu gelandet. Ein Laie-Pack. Leute, habt ihr auch so oft 1000 Münzen drin? Das hatte ich schon sowas von oft dieses Jahr. Das war letztes Jahr nicht so. Gucken, wie viel der Nkudu da bringt. Ich denke mal 2-3k, weil der hat 92 Tempo. 3k sogar, sehr cool. 3-4k, perfekt auf die Transferliste. Genau wie Feldmann und der Rest kommt in die Hütte, in den Verein. In den Verein, Anthony Martial ist der nächste Spieler auf dem Pack und im Pack haben wir wieder einen Rare-Spieler und das ist Savic von Atletico Madrid. Kein schlechter Mann, er gibt natürlich deutlich bessere Innenverteidiger in der La Liga, er müsste auch für einiges weggehen, 2k circa, sehr geil. Cedric nehmen wir mit, den kann ich abstoßen. So, das Laie-Pack, das stört mich, ich hau es jetzt erstmal weg. Wen haben wir da als Leihspieler? Vertonghen, nee, Company. Ja, top. 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 Fekir. Jawollo. Der müsste doch noch ein bisschen was bringen. Was heißt noch? Alle Spieler sind jetzt ein bisschen was wert. 5k, ja, nice. 5k nehme ich immer gerne mit. Hunter habe ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal bekommen. Habe ich noch nie gezogen. Und jetzt ist das erste Mal. Harry Kane. Harry Kane. Ja, beim letzten Pack Opening habe ich die Harry Kane Packs vermieden. Und das ist Zully. Rulli. Okay, irgendwie so war das. Hatte ich irgendwie im Hinterkopf. Rulli, Zully, Mulli, Chulli. Real Sociedad, La Liga. Bringt der noch? Ja. Leute, jedes Pack hat mir jetzt einen Spieler drin, der ein bisschen was bringt. So kann es gerne weitergehen. Benatia! 83, Leute, was ist heute los? Ich muss gar keine Packs hier rauscutten. In jedem Pack hatten wir jetzt einen Spieler drin, der 2, 3, 4k bringt. Läuft bei uns. Argentinien, schade, das andere Trikot hätte ich mir aktiviert, das Heimtrikot von Argentinien, aber das Auswärtstrikot finde ich jetzt nicht so geil. Und weiter geht's mit Eden Hazard. Eden Hazard und der erste Non-Rare-Spieler hier. Moses. Moses im Pack. bringt der was? Geht zumindest weg. Ja, das ist hier. Van Arnold, genau. War letztes Jahr noch Silberspieler. Und müsste doch auch... Leute... Also heute haben wir echt Packluck. Nicht so ein Packluck, dass wir vielleicht in einem Pack Messi haben oder so, sondern über das ganze Pack Opening haben wir Packluck. Wir ziehen hier Spieler, die ja ordentlich was wert sind, sagen wir es so. Okay, was heißt ordentlich? 3-4k ist, aber wenn man in jedem Pack 3-4k Spieler bekommt, das ist doch auch mega geil, wie ich finde.
Das England-Trikot nehme ich jetzt hier mal mit an dieser Stelle. An dieser Stelle. Eben hatten wir im Hazard-Pack einen Non-Rare-Spieler drin und dieses Mal ist es ein Rare-Spieler. Ah. Orellana, aber der, da weiß ich auch, der geht für was weg. Muss ich gar nicht nachschauen, den hatte ich nämlich schon mal gezogen. Marco, bring jetzt bitte Robben oder Lewandowski und nicht ein Non-Rare. Feldmann. La, ba, la, 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 la. 1500 Münzen. Wenn man da schon die Flagge sieht und in Russland kommt, weiß man eigentlich gleich, dass es nicht ein geiler Spieler ist, also nicht so ein geiler Spieler. Wenn dann Deutschland-Flagge kommt oder Spanien-Flagge, Argentinien-Flagge, Portugal-Flagge, dann geht der Puls doch schon immer in etwas höher, Leute. Das kann ich euch versprechen. Ich finde das mega geil, die Pack-Animation. Also ich glaube, ich hatte meinen Pack-Luck zu viel gelobt, weil sonst, ich habe jetzt hier 2-3 Packs, 4 Packs, 5 Packs hintereinander nur Non-Rare gehabt. Und das ist jetzt hier der erste Rare-Spieler wieder mal, Bastos. Wird aber, denke ich mal, obwohl 75 Tempo als Innenverteidiger nehmen wir doch nochmal mit. Duricic nehmen wir auch mit, Schmied nehmen wir mit, Sio, ja, nehmen wir auch mit. Könnten die bestimmt rausgehen, die Spieler. Zwar nicht zu viel Münzen, aber 400, 500, 600 Münzen kriegt man da bestimmt für. Und die will ich definitiv mitnehmen. Ja. Ja, nein, 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 nein. Brauche ich nicht. Gamboa. Ich brauche geile Spieler. Mega geile Spieler. Allianz Arena. Nämlich mit, lege ich mal nicht ab. Weil die könnte vielleicht so in 2-3 Wochen noch ein K bringen vielleicht. Genauso wie die ganzen Verträge, die würde ich jetzt auch alle mitnehmen. Ja, wer ist das? Mario Rui. Rui. Weil die Verträge werden definitiv irgendwann noch wieder steigen. Weil jetzt ziehen einfach viel zu viele Packs. 2K bringt der. Hertha-Logo. Und Leute, wisst ihr was? Das Hertha-Logo wird natürlich aktiviert. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Genauso wie die Positionskarten. Die werden auch steigen. Das wird alles hier noch steigen. Alles wird noch steigen. Nächstes Back. Ah, Miralasch von Everton. Wo ich Belgien gesehen habe. Hazard. Und dann nicht Hazard. Weil bei Hazard wäre definitiv Hazard reingelaufen. Aber Miralasch ist wieder ein Spieler, der 4-5K bringt. Leiber nehmen wir auch mal mit. Ah, der Rest hier. Ja, Vidal von Barcelona. 91 Tempo, der ist doch 5K wert. Schätze ich jetzt. Ich schätze 5K, 3, 2K. Eieiei, weil Dani Alves ist weggegangen. Wen könnte man da noch in die rechte Verteidigung stellen? Wen gibt's da noch in der spanischen Liga? Juan Fran, den hatte ich ja letztes Mal auch gezogen gehabt. Und so langsam nähern wir uns dem Ende, Leute. Und wieder Non-Rare. Ich raste aus hier. Ich raste aus. Griffiths. Ups. Den kann man aber noch verkaufen, Griffiths, denke ich mal. 80 Tempo, Schotte. Vielleicht ist es der beste Stürmer da in der schottischen Liga. Kann ich mir gut und gerne vorstellen. 4 Packs öffne ich noch und dann war's das für heute. Ja. Liverpool. Sack. Go! Und Gray. Beide in der Premier League. Gray mit 91 Tempo. Ja, 3K. Ist ordentlich, nehme ich gerne mit. Und Sakko vielleicht auch 3K. Ja, 3K. Das war ein geiles Pack. Wenn man solche Packs immer hat, dann muss man eigentlich täglich Packs ziehen, kann man so sagen. Also am Anfang. In den ersten 2-3 Wochen. Da lohnt es sich ja noch Packs zu kaufen. Und das ist Rose von Tottenham.
und QRT. Leute, was ziehen wir jetzt hier für geile BPL-Spieler oder Premier League-Spieler? Ich sag immer BPL, weil ich das so gewohnt bin. 5K. Nice, nehmen wir beide mit auf die Transferliste. Ilicevic. Den Rest können wir wieder abstoßen und zwei Packs öffne ich noch. Und ich werde jetzt hier nichts rausschneiden mehr. Wenn ich jetzt zweimal Non-Rare ziehe, dann seht ihr halt zweimal Non-Rare. Aber dieses Mal ist es wieder Rare und das ist Ajax Amsterdam. Goodell. Was ist das denn hier alles? West Ham, Bryan, ein Silberspieler. Geht vielleicht für ein K weg. Den nehmen wir mit. Den Rest können wir aber abstoßen. Ja, nur Fitness. Wie viele Spieler hatten wir da gerade drin? Heftig. Und das letzte Pack für heute. Ich würde sagen, das letzte Pack hier mit Martial ist egal, welchen Spieler wir da drauf haben. Und das letzte Pack, Trommelwirbel. Tufan. Können wir gleich alles ablegen. Abstoßen. Dynamo Dresden. Weg damit. Und ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das Pack-Opening war heute, ja, in Ordnung, würde ich sagen. Viele Spieler gezogen, die wieder so 5, 6K wert sind. 3K, 4K. Also bin ich eigentlich mit zufrieden mit. Ich stelle jetzt alles rauf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wer noch nicht Abonnent ist, kann meinen Kanal unten kostenlos abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Tschüssi.